Leute, ich bin's, Johnny von der Chaos Family. Ihr glaubt's nicht, aber wir haben jetzt eine eigene YouTube-Show, ChaosTube. Heute live aus dem Keller unserer Schule. Vielen Dank auch an Hausmeister Hebo für den Raum und den coolen Sessel. Ihr fragt euch sicher, ChaosTube? Was ist das denn? Die haben doch schon ein Hörspiel und bringen Lieder raus. ChaosTube ist die Show für alle Kinder, die gerne Musik machen. Wir versorgen euch mit allen Infos. Es gibt Interviews, Gags, Musik, Jokes, kleine Berichte und hier und da sogar ein paar Witze. Wenn ihr Lust auf mehr habt, lasst bitte ein Like da oder sogar ein Abo. Hallo, hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo, 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 auf euch haben wir uns gefreut. Hey Leute, unsere neue Single kommt bald. Hört doch mal rein in den Song. Der heißt Sonne aus dem A. Freunde, mir fällt gerade ein, wisst ihr eigentlich, wer wir sind? Gibt ja eventuell ein paar Leute, die uns noch nicht kennen. Also, wir sind die Chaos Family. Von uns gibt es Lieder und ein Hörspiel. Und ab jetzt sind wir auch YouTuber. Und wir haben heute ein paar richtig coole Sachen für euch am Start. Erstens, ich rufe später für euch drei Berlin an. Die coole Kinderband aus Berlin mit den Kissenkonzerten. Die sind super nett. Zweitens, mein Idol Oki van Leuten ist der beste Musiker, den ich kenne. Der erklärt uns gleich erstmal, was eigentlich eine Band ist. Drittens, Hibbo hat einen ganz kleinen Auftritt vorbereitet. Oh, ich bin gespannt. Viertens, Ausschnitt aus dem Hörspiel. Fünftens, kennt ihr unseren Song Keine Lust auf Schule? Hat Zappa geschrieben. Die hat manchmal einfach keinen Bock auf die Schule. Aber wenn sie dann da ist, ist sie so glücklich, weil es ihr irgendwie doch gut gefällt. Also Leute, viel Spaß! Also, eine Band ist, wenn sich mehrere Leute zusammentun, um Musik zu machen. Eine allein ist also keine Band. Aber zwei oder drei oder vier oder fünf zusammen sind auf jeden Fall eine Band. Bei manchen Bands ändert sich das auch manchmal. Die sind erst vier, dann fünf und dann sechs. Wenn eine Band mehr als 9 Mitglieder hat, wird es dann auch langsam unübersichtlich. Die meisten in einer Band spielen nämlich ein Instrument. Am häufigsten findet man in Bands Leute, die Gitarre oder Schlagzeug oder eben Bass spielen. In manchen Bands gibt es auch jemanden, der Klavier oder Keyboard spielt. Nicht so oft findet man in einer Band sowas wie Geige oder Trompete. Gibt es auch, aber eher selten. Und in einigen Bands gibt es jemanden, der kein Instrument spielt. Hä? Was macht ihr denn dann? Wäsche waschen oder was? Nee, das ist der Sänger oder die Sängerin. Es kann auch sein, dass der Gitarrist der Hauptsänger ist oder der Bassist oder der Schlagzeuger. Naja, und zusammen machen sie dann eben Musik. Und die Hauptsache ist, dass es Spaß macht, auch wenn es manchmal nicht so toll klingt, gerade am Anfang. Aber wenn man lang genug übt, klingt es dann auch irgendwann gut, so wie bei der Chaos Family. Leute! Ich bin ganz schön aufgeregt. Mein Computer ist aufgeklappt, weil ich gleich mein erstes Interview mit einer Band mache. Die Band heißt 3 Berlin und ist aus Köln. Nee, Spaß. Die sind natürlich aus Berlin. 3 Berlin sind Diane, Tobi und Carsten und machen Musik für Kinder. Die spielen Konzerte, machen Videos und Platten und sind richtig gut. Deshalb muss ich unbedingt mal mit denen sprechen. Hört euch 3 Berlin doch mal an. Den Link findet ihr hier unterhalb des Videos. Ich bin ein Mega-Fan und jetzt rufe ich die einfach mal an. ChaosTube, ruf 3 Berlin, hallo! Hallo Johnny! Hi Johnny! Johnny. Hi! Hey, 3 Berlin! Ich würde euch gerne ein paar ganz allgemeine Fragen stellen. Das geht zacki zacki. Ich muss gleich Bo noch ein bisschen Mathe zeigen. Erste Frage. Welches war euer Lieblingsfach in der Schule? Also mein Lieblingsfach war Kunst. Meins war natürlich Musik. Ich fand die Pausen immer ganz gut. Ja, die Pause. Immer das Beste. Aber jetzt mal wirklich, also auf dem Stundenplan meines Sohnes steht tatsächlich Essen als Fach. Also das steht sozusagen mit im Stundenplan drin. Das fand ich ganz gut. Geht es dann um Essen zubereiten oder geht es um Essen essen? Nein, es geht um Essen essen. Das wäre Essen, echt essen. Mein Fach. Also das wäre auch mein Fach. Essen. Ich liebe Essen. Am liebsten esse ich ja Bambus
und Panda-Gummibärchen. Was esst ihr denn am liebsten? Asiatisch mögen wir alle, ne? Ja, Schnitzel. Asiatische Schnitzel. Sojaschnitzel. Ja, komm, sag mal was Vegetarisches. Sag doch auch mal. Wieso was Vegetarisches? Ja. Wieso fragst du mich nach was Vegetarisches? Ja, weiß ich nicht, ich kann das nicht sagen. Lieblingsessen? Sushi. Naja, bei mir ist es Sushi wirklich, vielleicht ist es echt wirklich Schnitzel bei mir. Aber vielleicht auch. Tobi mag Kohlrouladen. Ich mag richtig schöne, leckere Kohlrouladen. Sehr gerne. Endlich. Und was wir auch unsere Weihnachtsgans. Ja. Das essen wir gerne zusammen. Habt ihr eigentlich eine Lieblingsfarbe? Zappas Lieblingsfarbe ist zum Beispiel lila. Und die von Bo? Grün! Ah, da haben wir, glaube ich, alle die gleiche, ne? 1, 2, 3. Schwarz. Schwarz. Nee. Ist so. Ich glaube, ich mag grün sehr gern. Grün. Blau. Ich bin blau. Also schwarz ist ja keine Farbe, aber trotzdem, meine Lieblingsfarbe ist schwarz. Kann man nichts falsch machen. Meine Lieblingsunfarbe. Sag mal, Leute, welches ist denn eigentlich euer Lieblingslied? Bei mir ist es tatsächlich, ich habe eins. Habt ihr auch eins? Sagen wir es jetzt alle auf einmal. Also bei mir ist es Hallelujah von Leonard Cohen. Oh ja, da drin ist jetzt nicht so genau. Ja, ist aber eins wirklich auch meiner Top 5. Ich kann kein bestes Lied aller Zeiten sagen, weil jedes Lied hat eine eigene Stimmung. Das heißt, für jede Stimmung brauche ich ein eigenes bestes Lied. Ich bin eher, glaube ich, eine multiple Persönlichkeit, die viele Lieder braucht. Genauso ist das. Welches Lied von euch findet ihr denn am besten? Na, im Moment ist es Ab in die Falle, ne? Ab in die Falle. Ab in die Falle. Oh, Ab in die Falle lieb ich. Das ist das Lieblingslied von unserer ganzen Band. Das ist so gut. Anschaubefehl für alle Zuschauer. Möp, möp. Sag mal, Leute, welches ist denn für euch die beste Band der Welt? Haut doch mal ein paar Tipps raus für die Zuschauer da draußen. Die beste Band aller Zeiten? Na, wer wohl? Wir! Hey. Hi, Berlin! Nee, ich glaube, wir sind alle Beatles-Fans, oder? Oh, ja. Ich mag aber auch da können wir uns Clash. Nee, ja, die gut, Beatles der Neuzeit. Aber, ja, ist ja nur nachgemacht. The Clash. Nein. Beatles. Oh. Ich würde sagen Beatles. Komm, da können wir uns drauf einigen. Das stimmt. Also, wenn wir uns einigen müssen, dann sind es die Beatles, ja. So, Freunde, jetzt kommt schon die letzte Frage. Was macht ihr eigentlich nach dem Interview? Hm? Nach unserem Gespräch müssen wir was für die Schule machen. Wir gehen essen. Ja. Mein Lieblingsfach. Genau. Freunde, das hat richtig Spaß gemacht. Leider läuft mir gerade die Zeit davon. Diane, Tobi und Carsten, ihr seid echt toll. Tschüss. Hey, Johnny. Tschüss, Johnny. Mach's gut. Danke für den Anruf. So. Hui, das ging aber schnell jetzt. Die sind ja mega nett. Nächstes Mal brauche ich immer noch ein paar mehr Fragen, was? Was ist das Lieblingsinstrument der Hundebesitzer? Der Pudelsack. Frau Schulz, möchtest du das mit dem Trommeln wohl lassen? Nö, eigentlich nicht. Eine lange Pause atemloser Stille folgte, weil alle, wirklich alle in der Klasse die Luft anhielten. Scherz, ja, aber natürlich, Frau Schulz. Freunde, jetzt kommt unser Song Keine Lust auf Schule. Ich hoffe, euch gefällt's. Viel Spaß und rockt gut ab. Heute bin ich aufgewacht und hab darüber nachgedacht. Warum muss ich jeden Tag zur Schule? Schon ganz okay, weil ich da meine Freunde sehe. Aber heute habe ich keine Lust auf Schule.
Ich lieg auf meinem Bett und plötzlich wird mir klar, wenn ich nicht in die Schule geh, sind die anderen trotzdem da. Ich denk an all die coolen Sachen, die sie heute ohne mich machen. Und plötzlich hab ich hab Lust auf Schule. Und plötzlich hab ich hab Lust auf Schule. Heute hab ich doch Lust auf die Schule. Und plötzlich hab ich hab Lust auf Schule. Und plötzlich hab ich hab Lust auf Schule. Heute hab ich doch Lust auf die Schule. Ich hab Lust auf Schule. Ich hab Lust auf Schule. Heute hab ich doch Lust auf die Schule. Freunde, jetzt ist leider schon Schluss. Ich fand's mega. Ich hoffe, ihr auch. Bitte lasst ein Like da oder sogar ein Abo. Dann können wir nämlich hier immer schön weitermachen. Und schreibt uns, wenn ihr Wünsche habt. Wir erfüllen alles. Wünsche für Songs, Wünsche für Grüße. Wir zeigen Bilder, die ihr gemalt habt oder lesen auch eure Witze vor. Also, bis bald, euer Johnny!